Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Hansa Talk, so ein bisschen außerplanmäßig vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Samstagabend. Ja, ich habe das so ein bisschen zum Anlass genommen, ein bisschen nochmal kurz über den Deadline Day zu sprechen, beziehungsweise hauptsächlich über eine Situation, die in der Woche passiert ist. Denn in einem meiner wöchentlichen Livestreams, immer Mittwochabend auf Twitch live, Leute, lasst ein Follow da. Da habe ich mich so ein bisschen, ja, live mal so ein bisschen ausgelassen, weil mir so viele Sachen so ein bisschen gegen den Strich gehen. Das war tatsächlich noch vor dem Deadline Day an sich, nämlich der Tag, an dem Sammy Güler verkauft wurde an 60 München. Da prasselte im Netz vor allem ganz viel, ja, Wut und Enttäuschung darüber ein, dass man einen Bankspieler gegen Ablösesumme abgegeben hat. Im Endeffekt will ich es jetzt mal vorab nochmal ganz nüchtern sagen. Ja, im Endeffekt ist es schade drum, dass er nicht viele Chancen bekommen hat. Letztendlich wissen wir alle aber nicht, was innerhalb der Trainingswoche los ist. Aber das sage ich nochmal ganz emotional und ausführlich im weiteren Verlauf. Ich möchte heute nochmal über die letzten Transfers sprechen, beziehungsweise den letzten Transfer, den Hansa am Deadline Day gezogen hat. Nämlich Konstantinos Staffelidis kam nochmal und wird Hansa hoffentlich verstärken. Ja, er hat jetzt ein halbes Jahr lang keine Spielpraxis gesammelt. Das ist ein großer Kritikpunkt von einigen. Allerdings, glaube ich, darf man das nicht unterschätzen, wenn es wirklich absolut betont wird, dass er sich bei einem Verein fit gehalten hat. Er hat nämlich bei seinem Jugendverein in Griechenland, Paok Saloniki, die sind, glaube ich, immer oben dabei, hat er sich fit gehalten, in der Hoffnung natürlich sicherlich einen besseren Verein am Ende zu finden, als es Hansa natürlich ist. Und ich glaube, für Hansa war es dafür das sicherlich auch nicht unbedingt die erste Wahl. Das muss man natürlich auch bedenken. Am Ende des Tages sind beide froh, dass sie nochmal zueinander gefunden haben. Denn Stafelidis hat so definitiv noch Spielpraxis bis zum Saisonende, kann sich so natürlich noch weiterempfehlen. Und Hansa hat einen Spieler gefunden, der gleich auf quasi drei Problemzonen Hansa nochmal verstärken wird. Vorrangig ist Stafelidis Linksverteidiger, kann aber auch Rechtsverteidiger spielen und auf der 6. Das sind alles Positionen, die alle ein bisschen gefährlich waren für Hansa. Und an all die Meckerköpfe da draußen, die unzufrieden sind. Ja, ich selbst hätte auch gerne noch einen Sechser oder gar noch einen Innenverteidiger gesehen. Aber am Ende ist der Markt, der echte Transfermarkt, einfach schwieriger, als wir es uns vorstellen können, als wir uns in FIFA-Karrieremodus und im Fußballmanager ausmalen können. Es ist viel gefährlicher. Es hängt an so vielen Faktoren ab, warum Spieler eventuell nicht zu Hansa kommen würden. Und ihr könnt euch sowas von sicher sein, dass Hansa mit mehreren Leuten in den letzten 4 Wochen gesprochen hat. Und manchmal klappt es halt und manchmal nicht. Das muss man halt so sagen. Hansa ist nicht der Nabel der Welt. Hansa ist nicht der große Name, für den ihn viele Hansa-Fans halten. Hansa ist eine graue Maus, beziehungsweise eine kleine Maus, mitten im Abstiegskampf der zweiten Liga. Und wenn wir ganz ehrlich sind, welcher Spieler möchte sich freiwillig Zweitliga-Abstiegskampf antun, wo nicht sie. Kein Spieler, glaube ich, möchte freiwillig irgendwie einen Abstieg in seiner Vita stehen haben. Und am Ende des Tages, glaube ich, braucht man auch nicht erwarten, dass in der Winterpause Spieler zu einem Verein wechseln, die in Topform sind, die regelmäßig gespielt haben. Denn die Spieler sind A, zu teuer, B, werden die von ihrem Verein nicht abgegeben. Und C, wechselwillige Spieler mitten in der Saison, die gibt es halt nur. Also das sind halt meistens so Spieler, die unzufrieden sind. Das soll nochmal gesagt werden. Ich bin der Meinung, Stafelidis wird uns helfen. Er wird uns auf allen drei Positionen sicherlich verstärken. Natürlich ist er kein Mann, der Stammsechser spielen würde. Aber vielleicht sehen wir mal ein paar ganz andere Varianten. Rossi Parrott in Innenverteidigung, Stafelidis Linksverteidiger, Van der Werf auf der 6. Es gibt so viele Möglichkeiten und jetzt ist es an der Reihe. Jetzt zählt es, Leute. Jetzt müssen wir Fans einfach zusammenstehen, der Mannschaft vertrauen und den Verantwortlichen und alles geben und zusammenstehen, damit Hansa den Klassenerhalt feiert. Denn jetzt gilt's. Jetzt sind die Spieler natürlich absolut in der Pflicht, aber es bringt nichts, wenn wir jede Woche stumpf drauf einhauen. Die Spieler brauchen Unterstützung. Es ist noch genug Zeit. Und natürlich kann nicht von hier auf jetzt alles besser werden, nur weil ein anderer Trainer da ist. Das Beste, was man machen kann, ist, sich Selbstvertrauen über Siege zu holen. In den ersten Spielen ist es natürlich scheißegal. Natürlich erwarten und hoffen wir uns alle, dass in den nächsten Wochen das irgendwie ein bisschen ansehnlicher wird. Aber ganz ehrlich, sobald es irgendwie darum geht, jetzt Punkte zu holen, um auf den Keller zu kommen, ist mir es irgendwo recht. Natürlich kann man sich nicht von Saison zu Saison dahin hangeln, dass man sich erst Selbstvertrauen holen muss und so weiter und dann wieder in diese Krise gerät, natürlich. Aber ich bin der Meinung, dass mit diesem Trainer und mit diesem Kader viel mehr möglich ist. Die Spieler müssen es jetzt nur auf die Kette kriegen. Die richtige Taktik muss gefunden werden. Und natürlich müssen wir Fans zur Mannschaft stehen, dann schaffen wir es. Und jetzt, Leute, der Ausschnitt vom Mittwochstream. Ich weiß, es war emotional. Vielleicht habe ich ein, zweimal über die Stränge geschlagen, aber es war in einem Livestream. Da konnte man nichts schneiden. Ich habe jetzt ein bisschen was rumgeschnitten und so weiter und so fort. Viel Spaß damit. Das ist nochmal Hansa-Fan pur, wenn er sich nicht beruhigt hat und nicht im ruhigen Kämmerchen einfach mal sein Video aufnimmt.
Viel Spaß beim Gucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und Film ab. Aber der Hauptgrund ist aber hauptsächlich diese ganzen schlechten Nachrichten bei. Und bzw. die ganzen scheiß dummen Negativkommentare, die schon wieder rund um Hansa krauchen. Wenn ich sowas schon lese von Rico, nichts ungut an dich jetzt, ne? Kann man den Herrn Walter dann rausscheuchen? Warum denn? Warum? Der Typ ist ein halbes Jahr im Amt. Warum? Weil er einen Spieler verkauft hat? Weil er einen Bankdrücker für Ablösesumme an einen Drittligisten verkauft hat? Das ist schlimm? Leute, das reale Leben ist nicht Fußballmanager. Sorry, dass ich jetzt hier gleich am Anfang des Streams so ausrasten muss, aber ich habe so viele beschissene, dumme, Klugscheißer-Kommentare auf Facebook und Instagram gelesen. Das ist der Wahnsinn. Und nein, Jerome, morgen übrigens, es geht nicht um Körber, sondern heute wurde noch Sammy Güler verkauft. Der ist ein halbes Jahr da ist. Und da braucht ihr mir nicht kommen, der Typ hat keine Chancen gekriegt. Der hat jetzt unter zwei Trainern eine Chance gehabt, sich zu zeigen. Ja, mein Gott, der hat in einem Testspiel gegen Malchow getroffen. Wow. Digga, wenn er es nicht schafft. Wirklich, wenn er es nicht schafft. Also, nichts so ungut. Ich kenne Sammy Güler nicht persönlich und so weiter. Aber das muss man ja sagen. Der Typ ist 25. Der ist kein Talent mehr. Der hat letztes Jahr richtig gut performt in der Regionalliga. Also, der hat da gut performt, ja. Hat es aber quasi mit 25 erstmals den Sprung in den Profifußball geschafft. Und er schafft es halt nicht. Also er hat es leistungsmäßig nicht geschafft. Und dann kommen die hier mit, er hat ja nur 10 Kurzeinsätze, er hat keine echte Chance gekriegt. Digga, wenn er es nicht packt, sich im Training unter der Woche tagtäglich den Trainern anzubieten, ja, dann reicht's einfach nicht. Das müssen sich doch die Leute mal klar werden. Einfach mal reinwerfen. Ja, ich habe nur ein Training gesehen, aber in dem Training habe ich schon gesehen, warum er aktuell nicht spielt. Sondern, weil Güler kam aus der Regionalliga West, der war letzte Saison Torschützenkönig der Regionalliga West, hat da 23 Tore in 34 Spielen gemacht, ja. Aber Leute, was bringt denn das, wenn man die Leute einfach mal reinwirft, in unserer Situation? Jetzt mal ganz im Ernst, würden wir auf Platz 10 stehen und nichts mit dem Abschiedskampf zu tun haben, dann würde ich sagen, schmeiß die Leute doch mal rein, gebt denen jedes Spiel eine halbe Stunde, eine Halbzeit. Aber doch nicht in unserer Situation. Wenn der Typ es nicht packt, sich unter der Trainingswoche aufzudrängen, um an Perea, Brumado oder sonst wer, der im Sturm gespielt hat, vorbeizukommen, dann wird es am Ende wahrscheinlich nicht reichen. Wir sind nicht tagtäglich im Trainingsbetrieb dabei. Und Leute, ihr müsst auch mal Vertrauen haben. Da sind Leute, die haben eine Ausbildung. Die haben da Tausende von Euros bezahlt, um einen Trainerschein zu haben. Der sieht den jeden Tag im Training. Meint ihr nicht, der kann es besser beurteilen, als wir Idioten von der Couch, die mal zwei Testspiele gegen Malchow und Rostocker FC gesehen haben? Jetzt mal im Ernst, Leute. Natürlich ist es gut, wenn man jungen Leuten die Chance gibt, wenn sie sich im Training aufdrängen, dass sie die Chance bekommen. Aber das ist ja nicht mal was persönlich gegen Sammy Güler, sondern ja, es reicht wahrscheinlich einfach nicht. Und da wird sich aufgeregt, der Walter ist so scheiße, der ist so schlecht, was macht der für Mist? Dem muss man doch einfach mal eine Chance geben. Digga, der hat unter Alois Schwarzes nicht gepackt, sich dauerhaft eine Chance zu erarbeiten. Der hat es auch unter Mersat Selimbegovic nicht geschafft. Und Mersat Selimbegovic hat die Vorbereitung gesehen. Die haben sich, da steht sogar im Statement von Hansa drin, in der Meldung, dass Hansa Güler abgibt. Da steht es sogar drin. Man hat sich Anfang der Woche zusammengesetzt und ihm gesagt, er wird nicht viel Spielzeit bekommen, weil es halt wahrscheinlich zwischen den Zeilen gelesen nicht reicht für die zweite Liga. Und vor allem nicht in die Situation im akuten Abstiegskampf, dass man da mal ein paar Spieler ausprobiert. Und wenn er dann für sich sagt, er möchte gehen, dann gute Reise. Und am Ende haben wir dafür eine Ablösung bekommen. Deswegen verstehe ich nicht, wieso die Leute jetzt da so einen Wind machen. Ey, wir haben so einen geilen Sieg am Wochenende gefeiert. Und die Leute regen sich schon wieder nur auf, weil Spieler uns verlassen. Sag mal, habt ihr alle eine Macke oder so? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ich habe nur ein Training verfolgt mal, ja. Aber da war ich, das war vor dem Abschlusstraining gegen Schalke. Da war ich tatsächlich da, hab's mir komplett angesehen. Da ist ein Güler null aufgefallen. Da ist ein Güler null aufgefallen im Training. Da hat man gesehen, warum Junior Brumado und José Perea klar gesetzt sind und ein Güler eben nicht die Chance bekommen in der zweiten Liga. Dazu erinnere ich an einen längeren Einsatz gegen ein Spiel gegen Magdeburg, wo er längeren Einsatz bekommen hat. Da hat er am Ende auch nur einen Konter verstolpert. Unser Glück war es, dass aus diesem verstolperten Konter eine Ecke wurde, die komischerweise im Langpfosten reingeflogen ist und wir das Spiel gewonnen haben, ja. Aber Leute, seht das doch mal realistisch. Macht mal die PlayStation aus. Holt FIFA aus der PlayStation raus, macht den PC aus, macht den Football Manager aus. Leute, wir können nicht einfach hier immer fix welche Spieler hinlegen und er hat keine Chance bekommen. Denkt doch mal nach, die Leute trainieren 7 Tage die Woche gefühlt. Da ist ein Trainer, der sich das angucken kann. In diesem Fall waren es in dieser Saison schon 2 Trainer, die sich das zusammen angeguckt haben.
und die da wahrscheinlich am Ende zum Schluss gekommen sind, du, für die zweite Liga reicht's erstmal nicht. Du wirst auf wenig Einsatzzeit kommen. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich anmaßen, von der Couch rum zu palabern, auf Facebook, Instagram, irgendwelche dummen Kommentare zu schreiben, nur alles Scheiße um Hansa, alles Scheiße. Aber das kotzt mich einfach nur noch an, wirklich. Wie gesagt, wir haben so einen geilen Siegerwochenende gefeiert und du liest nur so negative Kommentare, weil Leute meinen, die alles besser wissen. Es gibt so viele Leute, die alles meinen, besser zu wissen rund um Hansa. Und das kotzt mich so an. Natürlich gebe ich auch meine Meinung im Internet preis, na klar. Aber, also ich deute ja schon immer an, das ist alles gefährliches Halbwissen, was ich habe. Ich versuche mir irgendwelche Sachen zusammenzureiben. Das ist eine Meinung. Und nicht mit irgendwelchen billigen Anschuldigungen kommen, der ist schlecht, was machen die denn da? Das kann doch nicht wahr sein, scheue ich den raus und so. Nee, finde ich total Blödsinn. Tut mir leid. So, den Rage musst du jetzt mal rauslassen, weil es mir einfach nur ankotzt. Diese pure Negativität. Diese pure Negativität und dieses pure Klugscheißertum rund um Hansa, aber das schweift ja noch weiter ab, aber weiter als Fußball wollen wir ja nicht abschweifen hier. So. Das musste jetzt mal kurz gesagt werden. Das musste kurz raus. Ich denke, man hat auch selber gemerkt, dass es im Regal vielleicht so ist. Ja klar, deswegen, also Hansa hat ihn ja nicht vor die Tür gesetzt. Hansa hat ja nicht gesagt, ey, du musst jetzt gehen. Er hätte natürlich locker noch Chancen in der zweiten Mannschaft bekommen oder sich über die zweite Mannschaft anzubieten. Aber wenn dann ein Drittligaverein kommt und sagt, ey, bei uns kannst du spielen, ja klar, dass er die Chance wahrnimmt. Er hat eh nur einen Vertrag bis Saisonende gehabt. Und dass wir denn für sowas noch Ablösesumme bekommen, das ist natürlich super. Zweite Liga ist anderer Schnack als Regionalliga. Safe. Genauso wie Jannis Lang. Jannis Lang sieht man auch an, dass es noch nicht so weit so viel reicht. Aber aus der Not heraus muss er halt spielen aktuell. Und natürlich kann er so am besten Erfahrung sammeln. Safe. Güler hat mal ablösefrei bekommen. Natürlich, ist super Geschäft eigentlich. Weiß nicht, was die Leute haben. Haben einen Spieler ablösefrei geholt und ein halbes Jahr später gegen Ablöse verkauft. Also, da braucht man sich doch nicht aufregen, dass man dem keine Chance gegeben hat. Man muss auch mal einsehen, wirklich, dass da tatsächlich Leute sitzen, die ein bisschen mehr Ahnung haben als man selbst. Natürlich darf man als Fan jederzeit seine Meinung haben, natürlich. Und auch vernünftig äußern und vernünftig Kritik äußern und so. Aber doch mal im Ernst. Ich kann doch nicht wegen jeder Scheiße anfangen rumzumeckern, nur weil ich nicht zufrieden bin damit, dass ich doch nicht um den Aufstieg mitspielen dieses Jahr. Also so habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt ja weiterhin Leute, die wirklich gehofft haben, wir steigen auf am Anfang der Saison. Aber haben wir am Anfang der Saison einfach nur überperformt. Wir sind auf der Euphoriewelle geschwommen von Beginn der Saison, dass wir den Klassenhalt gepackt haben, gerade so irgendwie. Die Euphorie haben wir mitgenommen in den Saisonstart und dann hat sich herausgestellt, ja, Kaderplanung und Alois Schwarz hat halt doch nicht so zusammengepasst. Und das versucht man jetzt ja umzumerzen, indem man Alois Schwarz ausgetauscht hat und Mersat Selimbegovic geholt hat. Und dass der innerhalb von 2, 3, 4 Wochen das nicht schafft, alles um 180 Grad zu drehen, sollte doch eigentlich auch jedem klar sein. Dass da am Ende auch nur Menschen auf dem Feld stehen, die kein Selbstvertrauen hatten bis dato. Natürlich kann da das nicht klappen wie gegen Nürnberg. Und manche Leute mögen es schönreden nennen und so, aber am Ende hat man es geschafft, gegen Elversberg wieder eine Einheit zu sein und sich irgendwie diesen Sieg zu holen. Ich habe es im Hansa-Talk schon gesagt. Am Ende hat man es irgendwie doch geschafft, sich da rauszuwinden und diesen wichtigen Sieg geholt. Denn du ziehst nirgendwo anders Selbstvertrauen aus dem Sieg. Klar kannst du dich hinstellen, natürlich musst du irgendwo aus Scheiß spielen, aus einer 0-3-Niederlage irgendwas Positives ziehen, um Leute wieder aufzubauen. Aber am meisten baust du die Leute doch auf, indem du gewinnst, indem du Siege holst, indem du Ergebnisse einfährst. Und das haben wir jetzt gemacht. Und das wird auch das Ganze vereinfachen, um das System Selimbegovic einen Tick flüssiger werden zu lassen. Natürlich kann es aber sein, dass wir am Wochenende gegen Hannover wieder verlieren. Das kann natürlich definitiv sein. Das kommt dann halt wieder ganz auf die Art und Weise an, logischerweise. Aber ich bin überzeugt, dass wir mindestens einen Punkt holen. Ich bin positiv. Und es sind weiterhin immer noch 15 Spiele zu gehen. Wir sind immer noch nicht abgestiegen. Das muss man mal überlegen. Man holt den lang ersehnten ersten Sieg 2024, lang ersehnten ersten Heimsieg seit gefühlt Ewigkeiten. Und dann siehst du in den Kommentaren, nur weil ein muss man ganz ehrlich sagen, ein Reservespieler den Verein verlassen hat, liest man, oh, ja, der hat keine Chance bekommen, das ist wirklich eine ganz bedenkliche Entwicklung, das steuert aktuell alles auf dritte Liga zu. Digga, wir haben letzte Woche gewonnen, wir wollen in den Bock umstoßen. Wir Fans müssen doch irgendwie mal ein bisschen Positivität ausstrahlen. Was sollen die Spieler sagen? Wenn die nur von 1000 Seiten zu hören kriegen, nur von irgendwelchen Meckerköpfen im Internet, ja, die sind alle schlecht, die sind eh scheiße, die können nichts. Sieht alles auf dritte Liga aus. Nicht mal nach dem Sieg kommen positive Kommentare. Leute, wir Fans müssen doch als erstes sagen, ey, nur zusammen schaffen wir das raus. Wie haben wir es denn letztes Jahr geschafft? Auch nur zusammen, indem wir alle zusammen dran geglaubt haben. Jetzt ist man nur damit beschäftigt, die sportliche Führung zu kritisieren, auf die Spieler rumzuhacken und so weiter und so fort. Leute, es ist noch genug Zeit und wir haben gerade gewonnen. Lasst uns diese Positivität weiter nutzen, zusammenstehen. Alle schreien sie mit dem Stadion, wenn wir zusammen gehen, wenn wir zusammen stehen, werden wir niemals untergehen. Aber dann macht das doch bitte auch im Internet.
Genug meckern könnt ihr immer noch, wenn uns alles gegen Baum gefahren ist. Das könnt ihr immer noch. Ihr könnt glauben, da reißt sich wirklich jeder im ganzen Verein, reißt sich den Arsch dafür auf, dass wir weiter Zweitliga-Fußball sehen. Denn, ganz ehrlich, ein Abstieg wäre wirklich finanziell ein absoluter Ruin für den Verein. Deswegen muss doch mal ein bisschen Vertrauen da sein, ein bisschen Optimismus. Ich kann jegliche Kritik absolut verstehen. Ich bin ja keiner, der sich vor Kritik verstecken will. Aber ich muss einfach mal wirklich dazu sagen, jetzt bin ich hier ein bisschen raus gerade, dass mir das allgemein zu viel Negativität ist, Leute. Bleibt doch mal locker. Und gerade nach einem Sieg, gerade nach so einem Sieg, wo so viel Last abgefallen ist, da muss doch mal ein bisschen mehr Optimismus rauskommen. Natürlich war es scheiße, aber man muss doch mal nachdenken, es sind Menschen. Du hast seit 10 Spielen nur einmal gewonnen. Du hast seit 3 Partien kein einziges Tor erzielt. Und die sollen hier einmal mit Fingerschnipsen, sollen sie alles auf den Rasen bringen, was sie können. Weil sie verdienen ja Millionen damit und so weiter. Es sind am Ende auch nur Menschen, die Fußball spielen. Jeder, der selbst auf dem Fußballplatz gestanden hat mal, der wird das doch mal checken. Dass irgendwo, wenn Selbstvertrauen fehlt, dass es ganz, ganz schwer ist. Egal, wie du dich anstrengst. Und was so ein Sieg für Berge versetzen kann. Bestes Beispiel für uns in der Kreisliga. Wir haben die ersten drei oder zwei Partien, klar verloren die Saison. Hatten viel mit Verletzungssorgen und so weiter zu tun. Und dann haben wir ein Spiel gespielt gegen eine Mannschaft, die eigentlich jede Saison zu den Favoriten gehört. Wir haben wirklich mit Ach und Krach eine Elf zusammengekriegt sozusagen. Und wir gewinnen das Spiel am Ende 2-0. Haben in der zweiten Halbzeit aber nur hinten drin gestanden. Wir haben wirklich nur die Bälle rausgeschlagen. Weil wir wollten diesen scheiß Sieg. Wir wollten einfach diesen Sieg. Das war uns in dem Moment scheißegal, wie es aussieht. In unserer Situation, ohne Selbstvertrauen, ohne alles, wollten wir einfach nur diesen Sieg über die Bühne bringen. Und weißt du, was das ausgelöst hat? Die Stimmung danach war ausgelassen. Und danach haben wir noch 3 Spiele gewonnen. Also, das muss man doch mal alles begreifen. Warum ist man nur am Meckern? Ich verstehe es einfach nicht. Bitte, Leute, lasst uns zusammenstehen. Gegen Hannover mindestens einen Punkt holen. So, und jetzt ist gut mit dem Thema. Nee, es muss einfach mal raus. Das staut sich so an. Das hat sich so angeschaut in letzter Zeit. Diese ganze Negativität. Das hat sich mit dem Sieg ein bisschen gedämpft. Aber wo ich dann heute die ersten Meinungen wieder gelesen habe, gerade Instagram, Facebook, transfermarkt.de. Boah.